Ja, liebe Frau Schelb, lieber Peter Schiel, sehr geehrter Herr Motsch und Hans-Peter Schuster, ich möchte mal mit einer These bei unserer Diskussion beginnen. Weltweit werden alle Menschen durch diese Corona-Pandemie auf eine harte Probe gestellt. Das gilt also nicht nur für das, was wir uns gewünscht hätten, nämlich würdig unsere Partnerschaft zwischen Pirmasens und Poissy, die 55-jährige Partnerschaft, zu feiern. Das ist deshalb schwierig und bedrückt uns deshalb, weil solchen Partnerschaften in der Vergangenheit und ich glaube solchen Partnerschaften auch gerade jetzt eigentlich eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Wir erleben ja, dass die Welt nicht nur im Zeichen einer Pandemie steht, sondern dass wir weltweit beobachten, dass es zu einer Erosion von Demokratie kommt. China ist nicht der Hort der Demokratie, Russland ist nicht der Hort der Demokratie und wie wir jetzt gelernt haben, haben auch die Amerikaner Probleme damit. In Europa sind wir in der glücklichen Lage, noch starke demokratische Systeme zu haben. Aber in diesen Systemen gibt es auch Fliehkräfte. Wir erleben das mit Polen, wir erleben das mit Ungarn, aber auch an anderer Stelle in Europa. Die deutsch-französische Partnerschaft ist eigentlich ein absolut wichtiges und verbindendes Element, diese Urform der Demokratie, die in Europa noch weitgehend hochgehalten wird, auch wirklich zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und Europa als starke Kraft ist in diesen Zeiten besonders notwendig, um diese Herausforderungen, von denen wir nachher sicher noch sprechen werden, zu bestehen. Nun ist eine starke Demokratie nicht allein durch starke Politiker zu vermitteln, sondern sie lebt davon, dass Völker sich verstehen, dass die Menschen unterschiedlicher Völker sich verstehen, Verständnis dafür entwickeln, wie sie leben, Verständnis von ihrem Denken zu Demokratie zu entwickeln und wenn das weitgehend identisch ist, auch dafür zu streiten, dass Demokratie weiterentwickelt wird und erhalten bleibt. Dafür kommt Frankreich und Deutschland eine herausragende Bedeutung zu. Und ich glaube, dass ein Mini-Mosaiksteinchen in diesem Prozess, dass zwei ganz wichtige Länder Europas, England, Großbritannien ist ja leider ausgeschert sozusagen, dass zwei ganz wichtige Länder Europas die Meinungsführerschaft, ja, die gemeinsame Vorgehensweise besprechen und tatsächlich umsetzen, die notwendig ist, um Europa zu stabilisieren, weil es diese Kraft braucht. Ich glaube, dass die Partnerschaft, unsere kleine Partnerschaft zwischen zwei Städten, die als mittlere Städte zu bezeichnen sind, wie viele, viele andere Städtepartnerschaften zwischen Frankreich und Deutschland einen elementaren, einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Weil wir viel lernen von den Problemen unserer Partner, aber auch viel davon profitieren, welche Ideen sie haben, diese Probleme zu lösen. Das geschieht ja nicht nur, indem wir zusammen feiern, sondern das geschieht dadurch, dass sich Menschen treffen, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Bereichen treffen und dafür Verständnis zu gewinnen. Und das stabilisiert eine solche Freundschaft wie die deutsch-französische Freundschaft. Und deshalb dürfen wir nicht nachlassen in unserer Verantwortung für diese Partnerschaft, die sich so weit entwickelt hat, dass aus einer Partnerschaft eine tiefe Freundschaft geworden ist und ein tiefes Verständnis füreinander. Und meine These ist, wir dürfen jetzt auch bei diesen Problemlagen nicht nachlassen, für diese Partnerschaft einzutreten und diese Partnerschaft weiter zu pflegen. Und liebe Frau Schelb, Sie waren an vorderster Stelle dabei gewesen, wie
diese Partnerschaft gewachsen ist und zu Freundschaft geworden ist. Ihr verehrter Mann, einer meiner Vorgänger im Amt, hat enorm viel zu dieser Partnerschaft beigetragen und ich kenne das außerordentlich gute Verhältnis von ihm zu vielen Poissianern. Wie ist Ihre Einstellung dazu? Ja, ich sehe das ganz genauso. Und es wäre also auch eine Herzensangelegenheit meines Mannes, dass diese Partnerschaft weiter blüht und gedeiht. Peter Schiel. Ja, im Vorfeld habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht und Sie haben eine ganze Menge dessen vorweggenommen, was ich eigentlich erwähnen wollte. In der Tat ist es natürlich so, dass die Treffen, die in der Öffentlichkeit manchmal nur als eher eine folkloristische Veranstaltung zwischen den Gewählten wahrgenommen wird, viel tiefer geht. Bei solchen Treffen lernt man Menschen kennen. Menschen mit einer anderen Sprache, mit anderen Gesichtspunkten und Standpunkten. Man bekommt Einblicke in eine andere Kultur, in andere Angewohnheiten. Und all das trägt dazu bei, gegenseitig Verständnis füreinander zu entwickeln. Es hat einmal jemand einen ganz interessanten Satz gesagt: Zwischen Deutschland und Frankreich verhielt er sich folgendermaßen: Man müsse schon die Franzosen verstehen, um sie zu lieben, und man müsse die Deutschen lieben, um sie zu verstehen. In diesem Satz steckt, glaube ich, das, was Sie wie auch ich ansprechen möchten. Nur dann, wenn man miteinander im tätigen Umgang ist, aufeinander hört, Standpunkte austauscht, Kultur und Geschichte etwas miteinander auf der einen und auf der anderen Seite hinterfragt und diskutiert, lernt man sich so kennen, dass man trotz aller Differenzen oder trotz aller Unterschiede, Differenz hört sich so negativ an, trotz aller Unterschiede zu einem guten Einvernehmen kommt. Nicht zuletzt erweitert es für jeden Teilnehmenden an diesen Treffen ungemein den Gesichtskreis. Und ohne dass dieses Zusammensein, Zusammendenken in die Zukunft hinein auch zwischen Deutschland und Frankreich funktioniert, würde die Zukunft Europas auf sehr, sehr schwachen Füßen stehen. Und deshalb ist jedes Puzzleteil in dieser deutsch-französischen Freundschaft es wert, erhalten zu werden und in die Zukunft hineingetragen zu werden, zumal wir haben hier eine Reihe älterer Mitbürger sitzen, die kluge Sprüche machen. Zumal die junge Generation oft nicht den historischen Hintergrund hat, zu erkennen, was für einen Weg wir gegangen sind, Deutsche und Franzosen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich würde nachher gerne noch mal anhand eines persönlichen Erlebnisses in Poissy darauf zurückkommen. Herr Motsch, Sie haben ja die Partnerschaft, die Freundschaften sehr intensiv gepflegt mit vielen Poissianern. Was waren denn Ihre Eindrücke von dieser Partnerschaft? Ja, die Eindrücke von der Partnerschaft, es war mir einfach wichtig, die Nachbarn kennenzulernen. Das ist ja etwas, was man zu Hause ganz normal übt und dann geht es länderübergreifend sowieso. Ich komme ja noch aus einer ganz alten Zeit, da war das als Kind, als Jugendlicher, waren unsere Nachbarn noch die Erbfeinde. Und da war ja etwas, was nicht passte. Und zu Hause habe ich Gott sei Dank was anderes erlebt. Da gibt es auch, erzähle ich nachher gerne mal, Kindheitserlebnis, was mich am Französischen so fasziniert hat oder warum ich dahin gedacht habe. Aber es ist doch ganz einfach so, dass man diese schlimme Zeit, die damals war, wo man sich als Kind gefragt hat, wer sind denn diese bösen Menschen auf der anderen Seite, dass man das auch aufklären wollte. Und dann half es nur, über die Grenze zu schauen und über die Grenze zu gehen. Und das war mühsam am Anfang. Auch unsere lieben Freunde in Elsass und Lothringen, wo wir gerne hingehen, das war am Anfang ganz schwierig. Aber wir haben uns
wie der Herr Scheel auch schon gesagt hat, ausgetauscht, miteinander geredet, auch diskutiert, aber es hat etwas bewegt. Und dazu gehört ganz wichtig eine feste Bindung mit der Partnerschaft von Poissy zu Pirmasens. Bei Hans-Peter Schuster ist man sich oftmals nicht im Klaren darüber, ob er ein Poissianer oder ein Pirmasenser ist. Ich habe manchmal das Gefühl, er weiß es selbst noch nicht so recht, weil er so tief in Familien, in Poissy verwurzelt ist und so intensive Kontakte auch außerhalb der offiziellen Partnerschaftstreffen pflegt, dass er ein ganz wichtiges Bindeglied ist. Hans-Peter, jetzt bist du ein Urgestein sozusagen. Gut, seit 56 Jahren habe ich die Beziehung nach Poissy und sehr starke familiäre Beziehungen auch zu den ehemaligen Bürgermeistern und ihren Ehefrauen. Ich habe, wie gesagt, schon alle Pirmasenser Oberbürgermeister kennengelernt, als auch die poissianischen. Und ich muss sagen, was mir am Herzen liegt, ist, dass vor allen Dingen die Jugend wieder stärker eingebunden wird in dieses Verhältnis. Denn als diese Partnerschaft angefangen hat, waren diese Jugendbegegnungen das, was an sich den Grundstein gelegt hat zu dieser Partnerschaft. In der Vergangenheit haben wir das ja über Schulpartnerschaften in die Wege geleitet, über Partnerschaften zwischen Sportvereinen und Kultureinrichtungen. Aber Peter Scheel, das war ja ein ganz besonderes Anliegen von Ihnen auch, diese Wege weiterzugehen und insbesondere nicht stehen zu bleiben, sondern in die nächste und die übernächste Generation weiterzuentwickeln. Ja, bei mir hat sich das sehr glückhaft verbunden, was meine politische Tätigkeit und die schulische Tätigkeit betraf. Ich habe meine erste Begegnung mit Poissianern im Jahr 1966 gehabt. Da war das noch ein großes Radebrechen, was die französische Sprache betrifft. Denn in der Schule hat man damals zwar Französisch gehabt, aber nicht gelernt. Das war ein großer Unterschied. Und das hat sich dann zum Glück verbessert. Damals fing es an, als eine Gruppe junger Franzosen bei unserer katholischen Jugendgruppe in Pirmasens zu Gast war. Ich habe leider nahezu alle Namen vergessen. Es gab da einen Marcel und eine Françoise, die für uns Jugendliche natürlich als Französin eine ganz besondere Bedeutung hatte. Und einen Hervé Ribière. Diesen Namen habe ich mal in Poissy gehört. Ich glaube, dass er noch lebt. Und da war für uns eigentlich schon klar, wir unterhielten uns mit einigen Brocken Deutsch, mit einigen Brocken Französisch, mit einigen Brocken Englisch und sogar Latein wurde beigezogen, um einigermaßen mit einzelnen Wörtern sich zu verständigen. Und trotzdem, es war eine glänzende Woche, die wir miteinander verbrachten. Aber es war von da an für mich klar, wenn Nachbarschaft wirklich gelingen soll, dann muss das auch auf der sprachlichen Ebene irgendwo klappen. Und leider, bis heute muss ich sagen, klappt es eben nicht. Ich konnte beruflich verbinden, diese Zuneigung zu Frankreich und zur französischen Sprache, indem an der von mir über 23 Jahre geleiteten Robert-Schumann-Grundschule zunächst eine Partnerschaft mit einer Schule, mit der Jean-Monnet-Grundschule in Rohrbach-les-Bitches gegründet worden ist. Wir hatten seit dem Jahr 1988 bereits französische Spracharbeit in der Schule, haben dann an einem Schulversuch teilnehmen können für bilingualen Unterricht, Deutsch-Französisch durchgängig von Klasse 1 bis 4 und das ist seit dem Jahr 2000 bis zum heutigen Tag an der Robert-Schumann-Grundschule immer noch möglich. Meine ganzen Versuche in diesen Jahren, bis ich aus dem Dienst ausgeschieden bin, die weiterführenden Schulen in Pirmasens dazu zu bewegen, einen bilingualen deutsch-französischen Zweig zu gründen, für den ja jedes Jahr aus unserer Grundschule heraus eine ganze Klasse prinzipiell zur Verfügung gestanden hätte, ist gescheitert. Und ebenso ist es gescheitert,
eine dauerhafte Partnerschaft mit einer Grundschule in Poissy aufzubauen, weil das Deutsche stärker noch in Frankreich rückläufig ist, glaube ich, fast als das Französische bei uns in Deutschland. Und weil, so ist mein Eindruck und meine Kenntnis, die individuelle Vorgehensweise der französischen Kollegen so ist, dass ein Direktor nicht qua Schulprogramm so etwas aufbauen kann. Es ist immer, gilt in Teilen natürlich auch für uns, wenn man nicht stark hinterher ist, eine sehr personengebundene Frage, ob sich so etwas aufbauen lässt. Und das muss man ernst nehmen und muss als Person mit allem, was man weiß und kann, auch dahinter stehen, damit es klappt. Und das wäre mein allergrößtes Anliegen eigentlich für die Zukunft, dass es endlich gelänge, dass wir hier in der Grenzregion, in den weiterführenden Schulen, einen bilingualen deutsch-französischen Zweig bilden könnten. Und wenn es in unserer Partnerstadt Poissy gelänge, an wenigstens einer weiterführenden Schule einen verstärkten Deutschunterricht, sage ich mal, ich will gar nicht über bilingual sprechen, einen Zweig mit verstärktem Deutschunterricht einzurichten. Damit wäre auch wieder eine Basis gegeben, um junge Leute aus unseren beiden Städten erneut zusammenzuführen, um für die nächsten 50 Jahre sicher zu sein, dass unsere Partnerschaft weiter bestehen kann. Ich glaube aber, dass genau das, Sie haben gesprochen von den administrativen Schwierigkeiten, die da teilweise dahinter stehen, auch von dem persönlichen Engagement, dass das das ambitionierteste Unterfangen überhaupt ist. Es muss immer wieder neu angegangen werden. Es gibt jetzt wieder diese Verbindungen und diese Kontakte. Es gab ja den Versuch, sozusagen, was die jungen Menschen betrifft, die Weltsprache von Sport, von Musik und von Kultur sozusagen als Vehikel zu nutzen, um auch hier Verbindungen zu schaffen. Was ich sehr erfolgversprechend finde, weil ich diese Partnerschaftstreffen auch von Vereinen unterschiedlichster Art, die jetzt außerhalb der offiziellen Partnerschaft teilweise stattgefunden haben, auch natürlich als sehr bereichernd empfunden habe. Und in diese Überzeugungsarbeit müssen wir ja mehr denn je leisten. Bei Ihnen, liebe Viktoria Schelp, da war es ja eine ganz persönliche Verbindung, zum Beispiel zum langjährigen Oberbürgermeister Mastö Arüs und seiner Frau, die diese Partnerschaft immer weitergetragen hat und auch immer wieder neue Impulse gegeben hat. Ja. Vielleicht sagen Sie uns etwas dazu. Ja, ich habe mir also einige Sätze sogar auf Französisch aufgeschrieben. Ich hoffe, Sie sind richtig. Mes chers amis de Poissy, je me réjouis beaucoup de fêter avec vous l'anniversaire de notre jumelage, de notre amitié. Ça serait aussi une affaire de cœur de mon mari décédé. Surtout, il aurait aimé et espéré que ce jumelage durerait très longtemps. Depuis notre jeunesse, nous vivions l'amour pour la France et pour les Français. Moi, personnellement, déjà comme élève de 13 ans, j'étais pour la première fois dans une famille française pour apprendre la langue. C'était à Colmar. Heureusement, monsieur parlait très bien l'allemand, madame aucun mot. On a gardé une relation cordiale pour des dizaines d'années. Mon amour pour la France et les habitants est resté jusqu'au jour. Cela manifeste aussi dans le jumelage avec Poissy. J'ai encore un contact amical avec madame Mastö Arüs, malheureusement pour l'instant qu'au téléphone. Je souhaiterais pour l'avenir le jumelage plus des échanges pour les élèves des deux villes. Parce que je trouve qu'il est extrêmement important que notre jeunesse communique mutuellement les deux pays et leurs habitants vivent
L'amitié entre la France et l'Allemagne, entre Poissy et Pirmasens. Merci, Madame. Ja, lieber Herr Motsch, Sie können sicherlich eine Vielzahl von Anekdoten aus diesen Treffen berichten. Wenn Sie jetzt mal ganz spontan sagen sollten, welche Anekdote Sie mit Poissy am stärksten verbindet. Ja, was die Anekdoten mit Poissy, also meine erste Fahrt nach Poissy, die ging dann irgendwie, es gab Schwierigkeiten. Und zwar hatten wir drei junge Damen als Wegweiser in den Bus gesetzt bekommen, als ich zum ersten Mal dort dabei war. Und ich konnte gerade drei Worte Französisch. Und es war tout trois, trois et à gauche. Das war alles. Und das brauchte man, damit der Omnibusfahrer auch wusste, ob er rechts oder links fahren sollte. Und die Damen haben gesagt, wohin? Und dann auf einmal ist er stehen geblieben. Er hat gesagt, ja, jetzt geht nichts mehr. Diese Brücke hier ist viel zu niedrig. Da kommen wir mit dem Bus nicht durch. Dann musste die Polizei anrücken, weil das eine Einbahnstraße war und der Bus nicht wenden konnte. Dann sind wir rückwärts durch halb vor sie gefahren, bis es wieder andersrum ging. Das war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen, das erste in Poissy. Aber es gab noch viele, viele andere und schönere Erlebnisse dort. Aber man weiß, durch solche Bewältigung von Herausforderungen wachsen die Verbindungen und wächst auch die Freundschaft. Deshalb war das ein guter Anfang. Zu einer der Damen haben wir ganz, ganz lange Kontakt gehabt. Die ist auch ein ganzes Jahr in Pirmasens verblieben. Die hat hier in der Schule hospitiert. Und die ist dann später, hat sie geheiratet nach La Roche darüber und dann ist das abgerissen. Dann war das für schon alte Leute zu weit. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer sehr viele Gäste aus Poissy bei uns wohnen gehabt. Auch durch die Volkshochschule und durch den Französischkurs, da gibt es immer noch Kontakt bis heute. Und ich freue mich immer wieder drüber, wenn da was zustande kommt, wenn sich jemand meldet oder auch mal ganz plötzlich auftaucht. Das ist immer schön. Also eine Anekdote würde ich eigentlich auch ganz gerne beitragen. Die liegt schon so weit zurück, dass ich mich nicht mehr unbedingt dafür schämen muss. So schön. Es war 1976, als damals noch sehr junges Ratsmitglied, fühlte man sich ja nicht so unbedingt verpflichtet, alle offiziellen Dinge so ernst und wahrzunehmen. Und an einem Samstagabend, der drei anderen Kollegen mit mir zusammen etwas langweilig erschien, entschieden wir ganz plötzlich, wir fahren mit dem Zug nach Paris. Fuhren wir den Zug nach Paris, trieben uns vorwiegend auf Montmartre herum und gegen 2 Uhr in der Nacht war es eigentlich so langsam Zeit, nach Poissy zurückzukehren, was ja nicht ganz einfach ist. Blieb uns also nichts anderes übrig, als ein Taxi zu nehmen. Durch 4 geteilt, naja, war erträglich. Nur der Taxifahrer kannte sich natürlich in Poissy nicht aus. Und man muss wissen, dass wir damals bei Gastfamilien untergebracht waren. Also waren 4 Ratsmitglieder auf 4 verschiedene Adressen in Poissy zu verteilen, aber keiner wusste natürlich, wo er wohnt. Man wusste die Adresse, einen Stadtplan hatten wir nicht dabei und der Taxifahrer sagte vor der Mairie in Poissy aussteigen, hier fahre ich nicht weiter, ihr seid jetzt da. Dann standen wir nächtlich um 3.30 Uhr in Poissy vor der Mairie und hatten zwar einen Schlüssel, um nach Hause zu kommen, aber wir wussten nicht wohin. Und dann haben die drei anderen mich ausgeguckt und haben gesagt, da ist doch die Gendarmerie neben, die war damals in einem Untergeschoss der Mairie, Peter erinnert sich wahrscheinlich noch, untergebracht. Und es blieb mir nichts anderes übrig, als mit hängenden Ohren da mal zu klingeln und ein verwunderter Gendarm betrachtete mich und ich versuchte ihm zu erklären, dass wir Mitglieder der Delegation aus Pirmasens seien und jetzt uns doch ein größeres Missgeschick zugefallen wäre, woraufhin, und jetzt kommt das Wunder, er lächelnderweise gesagt hat, wir sollten ein wenig warten, er würde einen Streifenwagen rufen. Und tatsächlich, nach 5 Minuten kam ein Streifenwagen
Und jeder von uns wurde an sein Haus gefahren und zusätzlich von einem Gendarmen mit der Taschenlampe begleitet, damit wir mit dem Schlüssel auch noch das Schlüsselloch fänden. Dass aus einem solchen Umgänger dann später jemand wurde, der Jahre für die Partnerschaft zuständig war, grenzt nicht an ein Wunder, sondern es ist ein Teil einer liebevollen Entwicklung. Ja. Da kann ich direkt was darauf sagen. Auch meine Frau und ich sind in wunderbarer Weise von der Gendarmerie transportiert worden. Wir waren auf einer Veranstaltung, die eigentlich gar nicht zu uns gepasst hat. Ja, und als wir sagen, so, jetzt wollen wir nach Hause, dann ging kein Bus, kein Zug und nichts mehr, wer sich nicht vorher organisiert hat, der stand da jetzt. Ja, dann habe ich auch einen Schutzmann angesprochen. Das hat nicht lange gedauert, kamen die im Streifenwagen, sind hinten rein und der ist mit Blaulicht durchpassiert und abgeliefert. Und der, also, ja. Apropos Blaulicht, kann ich auch noch was beitragen. Eines Abends, offizielle Veranstaltung in Poissy, in Paris, von Poissy aus. Wir waren im Wagen mit unserem Freund Vincent Richard Bloch und Master Jarus unterwegs. Und war Stau, es ging nicht voran, es war erkennbar, dass die Zeit uns davon rennt. Dann greift Jacques Master Jarus neben seinen Fahrersitz. Weist den Fahrer an, er möge mal das Blaulicht oben aufs Dach draufsetzen. Und blitzartig hatten wir Blaulicht, weil die französischen Abgeordneten der Nationalversammlung das Recht dazu haben, Blaulicht auf ihren Wagen zu setzen, wenn es ihnen drum ist. Und so fuhren wir durch Paris an Stau vorbei. Alles öffnete sich vor uns wie ein Wunder. Und für uns war das wie also die Entdeckung einer ganz neuen Welt. Da sind wir eigentlich auch schon wieder bei dem, was wir ganz am Anfang angesprochen haben. Andere Blickweisen, andere Vorgehensweisen, andere Arten und Weisen, auf allen Ebenen Probleme zu lösen oder irgendwelche Dinge anzugehen. Also es war jedenfalls auch eine sehr eindrucksvolle Vorstellung für uns. Aus den Menschen, die in Polizeiwagen transportiert worden sind, in hilfloser Lage, sind noch ganz beachtliche Persönlichkeiten in Pirmasens geworden. Dankeschön. Ja, lieber Hans-Peter Schuster, vorhin hast du Wert drauf gelegt, deine herzlichen Kontakte zu den Oberbürgermeistern, und du hast dann nochmal nach einer Künstlerpause gesagt, auch zu den Gattinnen der Oberbürgermeister zu betonen. Das Thema möchte ich jetzt anekdotisch nicht vertiefen, aber vielleicht fällt dir das ein oder andere noch ein, was du beitragen kannst. Zu den Gattinnen muss ich dazu sagen, glaube es war der 30. Eine Feier vor dem jetzigen Bahnhof in Poissy hatte also Vincent Richard Bloch, der ebenfalls die Seele der Partnerschaft in Poissy ist oder war, er ist ja jetzt offiziell aus dem Dienst ausgeschieden, kam er also zu mir an den Tisch und sagte, Sabat, geh mal mit. Und dann brachte er mich an den offiziellen Tisch und sagte, das ist meine neue Freundin. Und dann stand die neue Freundin auf und fiel mir um den Hals und sagte, tiens, Sabat, comment ça va? Also, wie geht's? Ich habe sie also sehr gut gekannt. Also ich verbinde jetzt mal ganz spontan zwei Anekdoten mit den Partnerschaftstreffen. Ich war gerade ein Jahr im Amt als Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens und dann hatten wir ein Partnerschaftstreffen in Poissy. Und ich traf auf Jacques Master Jarus, der gefühlt seit 60 Jahren Oberbürgermeister von Poissy war. Und dieses Amt natürlich gelebt hat, wie man es sich nur wünschen und vorstellen kann. Und er hatte die Angewohnheit, den Oberbürgermeister und den Bürgermeister aus Pirmasens abends noch zu einem kleinen Abschluss einzuladen.
Das fiel mir jetzt nicht besonders schwer. Ich glaube, Hans-Peter Schuster war da auch dabei gewesen. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass eine hohe Erwartungsbehaltung bestand, nicht nur den kredenzten Cognac zu trinken, sondern auch die Zigarre, die einem angeboten wird, zu rauchen. Nun bin ich ein leidenschaftlicher Nichtraucher und konnte aber nicht, ich war ganz junger Oberbürgermeister, diesen Avancen widerstehen. Ich habe an diesem Abend zwei große Zigarren geraucht und dazu Cognac getrunken und mir nichts anmerken lassen, außer dass ich des Öfteren mich aus verschiedenen Gründen verabschiedet habe und mal an die frische Luft verschwunden bin. Mir ging es in dieser Nacht nicht sehr gut und es war mein erster Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft, der mir ewig in Erinnerung bleiben wird. Das Zweite, die Partnerschaft war, je nachdem, was für ein Oberbürgermeister, ich habe ja drei Oberbürgermeister in meiner Amtszeit erlebt, die Partnerschaft war, je nachdem, was für ein Oberbürgermeister das Sagen hatte in Poissy, zum einen mit diesen gesellschaftlichen Ereignissen wie dem Cognac trinken, Zigarrenrauchen verbunden, das war Jacques Masteux-Arus. Der nächste Oberbürgermeister war ein begeisterter Rock'n'Roll-Tänzer. Auch das habe ich dann übernommen und mir blieb gar nichts anderes übrig. Ich habe mit meiner Frau dann anschließend einen Kurs belegt und der jetzige Oberbürgermeister ist natürlich enorm sportlich, enorm dynamisch und hat auch viel auf sportliche Begegnungen gelegt. Was mir sehr in Erinnerung ist, ist ein Freundschaftsspiel, Freundschaftsfußballspiel. Ich hatte seit 20 Jahren nicht mehr Fußball gespielt und meine Fußballschuhe dann aber mit nach Poissy genommen und nach ganz kurzer Zeit fiel an meinen Fußballschuhen an einem Schuh die Sohle ab. Das heißt, die waren so alt, die Schuhe, dass ich dann ohne Sohle und die Franzosen, die Poissianer haben uns demoralisiert bei diesem Spiel. Ich habe heute immer noch den Verdacht, dass sie Spieler von Paris Saint-Germain als Stadträte ausgegeben haben, denn das war ein Debakel. Und der jetzige Oberbürgermeister spielt fantastisch gut Fußball und ist auch ein Sportler. Die einzige Genugtuung, die wir hatten, Hans-Peter Schuster wird sich noch daran erinnern, wir hatten dann auf dem Jahrmarkt ein Wettbewerb im Klettern. Also eine Wand hoch zu klettern, die sehr steil war und man konnte da Hilfsmittel benutzen. Und da ist der Pfälzer eindeutig im Vorteil beim Klettern. Also die Genugtuung war, dass wir dann dort den Sieg davon getragen haben. Und so gleicht sich in einer Partnerschaft alles aus. Ja, ich hätte wohl noch was Ernsthaftes jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es der Schluss ist, aber was Ernsthaftes, nachdem wir unsere lustige Runde hinter uns hatten, beitragen, was noch einmal deutlich macht, was für einen Weg Deutschland und Frankreich gegangen ist. Ich kann das an einem persönlichen Erlebnis festmachen. Im Jahr 1999 fand das festliche Diner im Musée Jacques-Marc-André in Paris statt. Und an diesem Abend hat mir Jacques Masteux-Arus die silberne Medaille der Stadt Poissy überreicht. Das war aber nicht der Grund dessen, warum ich so bewegt war, oder nicht der alleinige. Es gibt einen tieferen Grund. Dieser Tag war der 8. Mai. Und wer weiß, was das Datum 8. Mai, zumal für die Franzosen auch, bedeutet, Ende des Zweiten Weltkriegs. Und sich dann im Jahr 1999 vorstellt, an einem 8. Mai wird ein Deutscher in Paris von einer französischen Stadt geehrt. Das ist das, was mir heute fast noch Gänsehaut bereitet, wenn ich an diesen Moment denke, weil es zeigt,
dass aus dem, was Erbfeindschaft war, Klaus Wotsch hat es vorhin erwähnt, nun wirklich Freundschaft zwischen zwei Völkern geworden ist. Und das persönlich erleben zu können, das wird mir immer bleiben. Ist noch was? Ja, selbstverständlich, Herr Mutsch. Also es passt jetzt nicht so ganz direkt dazu, aber ich muss da noch vorgreifen. Und das hat ganz einfach mit mir zu tun und mit meinem Interesse. Warum das so vorhanden ist? Ich habe es beim Eingang schon erwähnt, das war die schlimme Zeit zwischen 40 und 48, das war die Hauptzeit meiner Schule. Wir haben es auch schon erwähnt, ganz viel im Luftschutzkeller und auf Reisen, aber nicht im Schulsaal. Aber es muss 1941 oder 1942 gewesen sein. Mein Papa war, auch weil er nicht so arg brav war, im Sinne der damaligen Rechthaber, zu einem Wehrertüchtigung eingezogen mit 40 Jahren. Kam dann 2 Jahre später zum ersten Urlaub, aber das nebenbei. Jedenfalls, weil mein Papa nicht da war, hat die alles bestimmende Partei NSDAP den Frauen ohne Mann am Sommerwald mit einem großen Grundstück Hilfeangebot, das heißt nicht angeboten, diktiert. Da kamen 3 oder 4 junge Franzosen, Kriegsgefangene, die helfen sollten, den Garten umzupflügen. Ganz klar ein Verstoß gegen die Genfer Konvention, das wusste ich damals aber noch nicht. Aber was mich erstaunt hat, was auch nicht erlaubt war, dass man diesen Leuten was zum Essen gibt. Das war aber für meine Mutter keine Option, das ging nicht. Sie saßen bei uns am Tisch und dann redete meine Mutter mit diesen Männern in einer Sprache, die ich nicht konnte. Französisch. Ich wusste überhaupt nicht, dass meine Mutter Französisch kann. Es ist leicht erklärt. Sie stammt aus St. Ingbert, aus dem Saarland. Da war das so, dann konnte man das. Aber das hat mich ein Leben lang begleitet. Und ich bin dann Handwerksmeister geworden und hatte keine Zeit. Und als ich Rentner war, habe ich dann angefangen, mich auch mit der französischen Sprache zu beschäftigen. Ich kann recht gut lesen, ich kann meine einfachen Sätze formulieren, aber in meine alten Ohren ist die Sprache nicht mehr eingedrungen. Das habe ich einfach nicht geschafft. Da waren Sie schon zu alt dazu. Aber ich will sagen, dieses frühe Erlebnis, dass das Menschen sind, die wir ja als junge Leute als Erbfeinde hingestellt bekommen haben. Wir haben sie ja in der Schule. Und immer, wenn es war, war das so. Und die Nachbarschaft hat, das war einfach etwas, was nicht sein konnte. Und dann sind natürlich solche Verbindungen, Städtepartnerschaften oder auch Freundschaften privater Art, immer hilfreich, einander zu verstehen und einander auch beizustehen. Und wir haben es auch schon gesagt, ich habe gar kein gutes Gefühl, wenn man sieht, was alles auf die demokratischen Gepflogenheiten eindringt, was alles kaputt gemacht werden soll. Ich bin vielleicht ein bisschen zu englisch als alter Mann, aber ich habe da ja, große Ängste. Ja, ich glaube, das ist das, was wir vorhin angeschnitten haben. Aus dieser aus der Entwicklung von einer ehemaligen Erbfeindschaft, wo sich Tausende, Jahrhunderttausende bekriegt haben, übrigens nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern auch zuvor bekriegt haben, aus unserer Verantwortung, die wir in einer Grenzregion leben, es sind nur 10 Kilometer von hier, bis man in Frankreich ist, aus der Verantwortung heraus, ist es wichtig, dass gerade wir die deutsch-französische Freundschaft über diese Freundschaft zur Stadt Poissy pflegen. Wer, wenn nicht Frankreich und Deutschland, soll stabilisierender Faktor für ein demokratisches Europa sein? Ich bin fest davon überzeugt, dass das natürlich eine Verantwortung der großen Politik ist, die immer in dem Zwiespalt steht, eigene Interessen zu vertreten und diesen europäischen Gedanken zu vertreten. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es gerade für uns als Grenzregion auch eine ureigenste Verantwortung ist, dieses Wunder der Versöhnung
Es ist ein Wunder der Versöhnung, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Und wir tragen mit unserer Freundschaft zu Poissy dazu einen Teil bei und sind für diese Freundschaft außerordentlich dankbar. Auch Corona, die Pandemie, auch das, was an Fliehkräften in Europa jetzt zu beobachten ist, wird daran nichts ändern. Das ist unsere Verantwortung.